Den ganzen Tag diese Deutschen abhören, da kriegt man richtig Hunger. Drum ist das Thema meines heutigen Videos Kinovis. Ist ein legendärer Schweizer Brotaufstrich, der 1931 kreiert wurde von einem Bierbrauer, der erkannt hat, dass diese Bierhefen unwahrscheinlich viel Vitamin B enthalten, Nährstoffe und Protein. Und so hat dieser Brauer sich diese Rezeptur ersonnen. Und zwar wird es dieser Aufstrich, hier schaut es aus wie Nutella. Ich habe es selbst noch nicht gesehen, die Dose ist noch verschlossen. Auch bei der Schweizer Armee verwendet. Die ist seit 1955 in der Notration der Rekruten der Schweizer Armee. Und wir werden das heute mal austesten. Wie gesagt, die Basis ist ein Bierhefeextrakt. Und es ist reich an Proteinen, Mineralstoffen und somit ideal für die Soldaten. Weitere Zutaten sind Wasser, Gemüseextrakte der Karotten und Zwiebeln, Kochsalz und Vitamin B1. Ich werde es jetzt dann mal aufmachen. Ich habe extra hier ein schönes Brot. Da schneiden wir uns jetzt mal so ein Rankerl runter. Und probieren das. Man kann das auch in Salate und Soßen und Suppen als Würzmittel hernehmen. Das ist so eine Schweizer Allround-Waffe. Schneiden wir mal das Scherzerl ab. Schöne Scheibe frisches Brot und dann werden wir das mal checken, wie das schmeckt. Unter die Würzpaste sollen wir Butter streichen, das machen wir auch. Und jetzt noch ein bisschen reichhaltiger. Ist ja auch ideal, wenn man beim Marschieren oder beim Arbeiten Mineralien verliert, dass man das wieder ergänzt. Das ist also eine Tube. Eins der ersten Produkte, die hier in Tube verpackt wurden. Aufstechen. Geruch riecht gleich mal wie Fleischbrühe. Also wenn man Brühwürfel riecht, kommt raus tatsächlich wie Nutella. Ein bisschen vorsichtig, tun wir nicht zu viel drauf. So ein Klecks, ein bisschen mehr. Lässt sich auch leicht transportieren, die Tube, und wieder verschließen. Streicht sich wie so eine Melasse. Da gab es ja diese Zuckermelasse in den Bechern. Geruch, ja, Braten, soßenmäßig, so würzmäßig. Sehr aromatisch, salzig, kann man vielleicht durchaus noch weniger drauf tun, sehr gehaltvoll. Also die Würzpaste kann man sich richtig vorstellen, für Leute, die den Salzgeschmack nicht wollen, eher nicht, für alle anderen. Vielleicht auch ideal beim Bergwandern. Auf dem frischen Brot. Schmeckt es hervorragend. Wie gesagt, sparsam verwenden. Ist sehr konzentriert. Der Bierbrauer, der das ersonnen hat, ist aus Rheinfelden gewesen. Und seit 1955 war das in der Notverpflegung der Soldaten in der Schweiz.
Mit der Zube kann man locker zwei Gruppen bedienen. Ist vielleicht auch was für einen Feldkoch, um seine Eintöpfe zu würzen. Das war's auch schon wieder mit Kenobis. Es kommt übrigens aus dem Lateinischen, das sind drei Wörter. Kena steht für Mahlzeit, Ovis steht für Ei und wie ist das letzte Wort? Ich muss meine Brille aufsetzen. Vis steht für Kraft. Also Mahlzeit, Ei und Kraft, Protein. Das war's. Thema Militärverpflegung. Kenobis aus der Schweiz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes Thema. Habe mich auch stilmäßig hier in Schweizer Montur versetzt. Aber ich muss jetzt weiterfunken, Leute. Hilft alles nichts. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal.